Hier haben wir also dieses Befestigungssystem und das ist eigentlich relativ simpel, davon mal abgesehen, dass es wirklich sehr wertig verarbeitet ist. Im zweiten Teil des Films zeige ich Ihnen auch, wie das Ganze am Körper getragen wird. Das ist hier eine ziemlich stabile Unterlage, wo dann später, wenn die Kamera also hier im Gurt hängt, mit der Befestigung halt eben dann auf diese Oberfläche auftritt, damit das nicht immer gegen die Hose knallt. Und hier haben wir jetzt auch den Mechanismus, den ich schon mal eingeklinkt habe. Das ist also hier einfach im Prinzip so ein kleiner Haken. Wenn der unten ist, wenn man die Kamera mit dem Befestigungssystem hier reingesteckt hat, dann ist wirklich, es ist absolut unmöglich, hier mit absoluter Gewalt das Ding irgendwie auch wieder rauszubekommen. Da muss man also erst wieder hier entriegeln und dann kann man die Kamera auch einfach rausziehen. Die Befestigung an der Kamera für das Gegenstück habe ich hier schon mal gemacht. Das ist hier eine ganz normale Platte. Es ist Metall. Hier ist der Kopf, der also hier in die Halterung eingeführt wird. Das Ganze kann man also dann am Kameraunterboden anbringen. Wir sind auf verschiedene Einstellmöglichkeiten, je nachdem, wie breit die Kamera ist und wie groß. Dann kann man das halt eben auch hier noch variieren, vorne, hinten, wie auch immer. Und dann glänzt das noch so ein bisschen durch so Kleinigkeiten wie zum Beispiel hier diesem Imbusschlüssel, der also auch immer mitgeführt wird. Das heißt, wenn man da mal irgendwie hingehen muss und das lösen muss, wechseln muss, abmachen möchte, wie auch immer, dann hat man also diesen Imbusschlüssel immer dabei. Den schiebt man einfach hier rein. So, der ist, Moment, ich schiebe mal nochmal raus, um es zu zeigen. Also so eine kleine Gummierung drumherum, damit er auch hier ein bisschen Halt hat und nicht einfach wieder rausfällt. Und das tut er wirklich nicht. Den schiebt man also einfach rein, zack. Und der kann auch nicht rausfallen. Den muss man auch, da ist auch ein Widerstand drin, den muss man auch dann schon mit so ein bisschen Kraft wieder rausdrücken und dann kann man den benutzen. So, haben wir was vergessen? Kurz überlegen. Nein, haben wir eigentlich nicht. Wie gesagt, die Unterbodenplatte für die Kamera, den Gurt selber, der also auch hier verstellbar ist, den kann man also in allen Größen einstellen. Wenn man einmal die Größe gefunden hat, dann macht man diesen Klettverschluss auch nur einmal wieder zu mit der richtigen Größe. Und wenn man den dann umbinden möchte, geht das also ganz normal über diesen Klickverschluss. Fast wie so ein Gurt im Auto. Zack, das war's schon. So, im zweiten Teil zeige ich dann ganz kurz, wie das Gerät am Körper getragen wird und wie das Ganze dann auch in der Praxis funktioniert mit Kamera einhängen und Kamera wieder abhängen. Und hier sehen wir das Ganze jetzt nochmal in Aktion, wenn das halt eben am Körper befestigt ist. Hier mit der Halterung, mit dem Gurt. Und dann kann man ganz einfach die Kamera aus der Halterung rausziehen und reinmachen. Und das sitzt auch wirklich bombenfest. Da kann man also überhaupt nicht das Ding verlieren, muss auch keine Panik haben, dass da irgendwas auf den Boden fällt oder so. Genau, richtig. Die Kollegin macht das schon sehr gut. Ist also wirklich eine ziemlich coole Geschichte.